Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von den Dutch Oven Brothers. Mein Name ist Kai und heute zeige ich euch einen verdammt geilen Cheeseburger Nudeltopf. Um wie der geht, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Euch allen wünsche ich erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr. Ich glaube, am sechsten Tag vom neuen Jahr kann man das und darf man das gerne noch sagen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr und wir starten wieder richtig durch mit einem richtig geilen Rezept. Und zwar, wie ich schon sagte, vor dem Intro ein Cheeseburger-Nudeltopf. Angelehnt ist dieses Ding vom Basti. Basti hat natürlich eine richtig geile Cheeseburger-Suppe gemacht gehabt. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Und ich habe mir gedacht, aus Inspirationsgründen, ich mache daraus mal einen richtig geilen Nudeltopf. Überbacken mit richtig viel Käse, also richtig geile Käse-Eskalation kann man auch dazu sagen. Ja, und wie wir das alles machen, was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt hier gleich vor mir am Tisch. Also kommt dran und dann geht's auch schon los. Unschwer zu erkennen sind auch wieder die Gewürze von der Spice Bar am Start. Wie ihr seht vor mir stehen diese richtig geilen Gewürze. Und zwar nehmen wir einmal hier für ein bisschen Pfeffer Berliner Schnauze von 030 Barbecue. Und dann ebenfalls nehmen wir hier ein bisschen Zauberstaub zum Anbraten, ein bisschen Umami-Bums und natürlich Kalahari Wüstensalz, um ein bisschen zu salzen. Wenn ihr auch natürlich diese geilen Gewürze haben wollt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung rein, denn da findet ihr einen Link zur Spice Bar und mit dem Rabattcode SPICYDOPS könnt ihr auf einen Einkaufswert von 15 Euro mit unserem Rabattcode könnt ihr 5 Euro sparen, denn das ist doch schon mal ein bisschen was und summiert sich ja, wenn man diese Gewürze von der Spice Bar nutzt. Also einklicken, auschecken und bestellen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Folgendes wird benötigt für diese geilen Cheeseburger-Dopf. Und zwar brauchen wir Zwiebeln, Gurken, ein paar Tomaten, die hatte ich noch über. Hier haben wir das Rinderhack natürlich, 100% Rinderhack. Ein paar Tomaten noch hier aus der Dose. Die werden wir noch klein machen, sowieso kochen. Ein bisschen Rinderfond, hier noch ein bisschen Saft von den Gurkchen, ein bisschen Wasser, falls wir noch brauchen, Tomatenmark. Und Käse darf nicht fehlen. Ja, und zu guter Letzt, die Nudeln, die haben leider hier nicht mehr auf den Tisch gepasst. Aber wie gesagt, die brauchen wir auch. Ja, und dann gehen wir mal zusammen an den Topf und werden mal das geile Zeug hier zubereiten, würde ich sagen. Ne? Also, kommt bei, wir gehen mal rüber. So, wir werden jetzt mal den Topf vorheizen, wie ihr seht. Dann geben wir ein Stück Butter dazu. Wir werden das mal ein bisschen hier verlaufen lassen. So, unser Topf ist auf Temperatur. Jetzt werden wir mal nach und nach das Hack reingeben und es anbraten. Wir werden das ein bisschen kleiner machen. Ich brate jetzt auf jeden Fall erstmal das Hack an. Und wenn das dann soweit ist und wenn wir es ein wenig anfangen zu würzen, dann hole ich euch gleich wieder dazu. Braucht ein bisschen länger, der hat nicht so viel Schub, der Grill. Vielleicht kommt es dieses Jahr nochmal neuer, aber da müssen wir mal schauen. Noch tut er, was er soll, aber wie gesagt, ich brate es erstmal an und dann hole ich euch wieder dazu. So, den ersten Schwung haben wir ja schon mal drinnen, dann können wir schon mal mit ein bisschen Pfeffer Berliner Schnauze drüber wegmachen. Schon mal den ersten Schwung und ein bisschen Salz. Und werden das nochmal schön ein bisschen umrühren. Und noch ein bisschen braten lassen. Und geben jetzt auch wieder den zweiten Schwung Hack dazu. Aber da brauche ich euch nicht weiter zeigen. Ich hole euch weiter dabei, wenn ich dann in den nächsten Step übergehe. So, unsere Masse ist soweit angebrutzelt schon mal. Jetzt geben wir die Zwiebeln dazu. Und dann die Gürkchen. Schon mal die Tomaten, die ich noch über hatte. Ebenfalls drücken wir auch noch das Viertel, Tomatenmark hier dran, was wir hatten oder was ich noch im Kühlschrank hatte. So, dann rühren wir das schon mal so ein bisschen unter, damit es hier eine kleine Bindung gibt mit dem Tomatenmark und allem drum und dran und die Tomaten so ein bisschen vermengt werden. Geben jetzt so ein bisschen Umami-Bums drauf. Also da braucht ihr auch nicht sparen mit, das ist so saulecker. Ist auch nicht scharf, also irgendwie so ein Allround-Ding. Also da hat sich die Spice mal richtig gut was einfallen lassen. So, und noch ein bisschen Zauberstaub hier rein. So,
Das sollte schon uns reichen oder mir. Ich will das schön umrühren. So, und das lassen wir jetzt mal so ein bisschen vor sich noch hinschnurzeln, so ein bisschen garen. Und dazu mache ich auch den Deckel hier zu, damit ich meine Hitze hier drin habe und wir auch Hitze aufbauen können. Ja, und wenn es dann weitergeht, hole ich euch wieder dazu. Eine gewisse Zeit ist vergangen. Und jetzt geben wir noch die Tomaten dazu, gestückelten. Oder beziehungsweise ganzen, die werden wir jetzt gleich noch klein stückeln. Aber geht ja wunderbar mit so einem Schaber, geht das. Weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Flüssigkeit gleich für die Nudeln, wenn wir die dazugeben. So, das sieht ja schon echt wunderbar aus. Es riecht auch fantastisch. Also eine schöne schlotzige Masse ist das schon. Ihr braucht keine ganzen Tomaten nehmen. Ihr könnt auch gestückelte Tomaten nehmen, passierte Tomaten, wie ihr gerne wollt. Schöne schlotzig ist das, akkurat. Ebenfalls geben wir noch den Saft der Gurken dabei oder dazu. Das ist dann euch überlassen, wie ihr das gerne haben wollt. Also ich habe hier, wenn ihr mal guckt, demnächst im Aldi, keine Werbung jetzt für Aldi oder sowas, werde ich nicht für bezahlt, aber die ist wirklich gut. Also diese Gurken hier auf jeden Fall für einen Hamburger oder Cheeseburger oder die Peperonis davon, die eingelegten Süß-Sauer-Dinger, die haben wir auch schon genommen. Für ein Video. Ebenfalls geben wir noch einen Schwung Rinderfond dazu. Wegen der Flüssigkeit. Wir mengen das noch mal ein bisschen unter. Da haben wir schon gut Flüssigkeit zusammen. Das steht fest. So. Dann nehmen wir noch ein bisschen einen Schluck Wasser. Um hier die Tomaten aus, ein bisschen auszuspülen. Die wir noch hatten. Aber das war jetzt nicht wirklich viel. Ich hatte so ein bisschen 500 Milliliter Wasser gehabt, davon sind jetzt knapp 300 Milliliter raus, also mehr Wasser würde ich auch gar nicht reinmachen. So, jetzt kosten wir nochmal, ob man noch ein bisschen abschmecken muss, beziehungsweise nochmal was da dran geben muss von den Gewürzen. Schon sehr, sehr lecker. Geben wir noch mal ein bisschen Zauberstaub. Geben wir noch rein. Und noch ein bisschen Umami-Bums. Noch ein bisschen Pfeffer, das reicht vollkommen aus. Also wir haben am Anfang ja nicht viel rangemacht gehabt, tatsächlich. Noch ein bisschen Salz. So, da sollte auch schon der ganze Spaß reichen. Und das lassen wir jetzt alles nochmal schön miteinander aufkochen, bevor wir dann die Nudeln dazugeben. Tatsächlich also. Ja, ihr seht, es ist ein relativ schnelles Essen gemacht. So, das alles lassen wir, wie gesagt, miteinander nochmal aufkochen. Und dann geben wir die Nudeln hinzu und wenn das soweit ist, hole ich euch wieder dabei. So, unsere Masse blubbert. Jetzt geben wir mal die Nudeln dazu. So, können wir mal ein gutes Spiel hier reinpacken. Genau eine Packung, die reicht vollkommen aus, 500 Gramm. Die mengen wir jetzt auch noch schön mit unter. Und die lassen wir jetzt in der Masse schön kochen, bis sie fest sind. Also das müssen wir so, wie ihr gerne haben wollt, die Nudeln, also sprich bis fest oder durch. Und dann kommen wir zur Käse-Eskalation, wenn das schon soweit ist. Aber bis das dahin, lassen wir das köcheln und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, ihr könnt das einmal selber machen mit dem Deckel verschließen oder so wie ich. Ich packe jetzt den Deckel drauf vom Dutch-Ofen, dann ist das ja ein bisschen gestauchter, die Wärme. Und wir kommen besser und schneller zu unserem Ziel. Wie gesagt, wenn es soweit ist, hole ich euch wieder dazu. So, unsere Nudeln sind relativ schnell gut geworden. So soll es sein. Die ganze Flüssigkeit ist verkocht. Und jetzt geben wir, wie ich schon sagte, die Käse-Eskalation dazu. Jetzt haben wir das hier schön. Ich habe hier noch Käse über gehabt, den wir noch verbrauchen mussten. Und bevor er weggeschmissen wird, nehmen wir den noch für ein leckeres Essen. Jetzt verteilen wir das mal richtig schön, dass auch hier jede Ecke bedeckt ist mit Käse. So, das sollte uns auch schon reichen. Ich glaube, jeder würde jetzt sagen, oh mein Gott. Ja, also jeder Kardiologe, also die jetzt zugucken, es muss sein. Definitiv, es muss so sein. Richtig, richtig gut. So, meine Freunde,
Ihr seht, die Käse-Eskalation ist gestartet. Jetzt lassen wir das alles richtig schön verschmelzen. Wenn das soweit ist, geht es auch schon an die Verkostung ran. Da freue ich mich am meisten jetzt drauf, weil das ja doch schon ein verdammt geiler Dopf geworden ist. Oh, dann hole ich euch da wieder dazu. Also bis gleich. Natürlich werden wir auch hier wieder den Deckel drauf machen, damit er verschmilzt. Unser Cheese-Nudel-Cheeseburger-Topf ist fertig und wir gehen jetzt mal ran an den Tisch und verkosten mal die ganze Sache. Ich hole euch jetzt auf jeden Fall mit. Also seid gespannt. So, hier ist er nun, unser Cheeseburger-Nudeln-Topf. Natürlich mit Käse-Eskalation, wie ihr gesehen habt. Und jetzt kosten wir mal das ganze gute Stück. Ich bin schon ganz gespannt. Meine Frau hat schon drin. Die sagt, das ist sehr lecker. Ich habe es noch nicht gekostet, aber jetzt werden wir es gleich mal zusammen machen. Mmh. Alter, Vater, ist das geil. Mmh. Mmh. Geile Sache. Also, Leute, kann ich euch nur herzens empfehlen, dieses nachzumachen. Das ist der Hammer. Mmh. Mmh. Geil. Mmh. Also war... Ist schnell, ist einfach. Sämtlich viele Sachen hat man auch zu Hause. Boah, mega. Mit den Gurken, mit dem Käse zusammen. Boah, einfach ein Traum. Also, wie gesagt, nachmachen lohnt sich auf jeden Fall. Wir lassen uns jetzt mal schmecken. Hier ist noch ein bisschen was im Topf drin, wie ihr gesehen habt. Und ja, alle Sachen und Angaben finde ich natürlich wieder unten in der Videobeschreibung zum Rezept. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns mal richtig munden, ne? Hat euch auch diese Folge wieder gefallen, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Einen Daumen nach oben, folgt uns auf Instagram und natürlich auf Facebook und auf TikTok, denn da seht ihr immer, was im Hintergrund läuft. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Kai von den Dutch Oven Brothers.